Herzlich willkommen. In diesem Video werde ich Ihnen demonstrieren, wie Sie eine Abfrage anlegen können, die eine Liste der Rechner in Ihrem Netzwerk und allen Softwarepaketen mit den dazugehörigen Lizenzschlüsseln liefert. Dazu lege ich eine neue Abfrage an und wähle die Spalten aus, die in der Abfrage enthalten sein sollen. Da mich die Rechnernamen, Betriebssystemnamen und Softwarepaketnamen interessieren, filtere ich zunächst nach Namen und wähle dann die entsprechenden Spalten aus. Um noch weitere Software-Eigenschaften auszuwählen, ändere ich den Filter und wähle die Eigenschaften, die für mich von Bedeutung sind. Die IP-Adresse von der letzten Inventarisierung füge ich auch noch hinzu. Im Vorschaubereich sehe ich, dass einige Einträge beim Product Key leer sind, weshalb ich diese ausblenden möchte. Dazu lege ich eine neue Filterbedingung an, die verhindert, dass leere Einträge in meiner Liste vorkommen. Nachdem ich den Vorschaubereich betrachtet habe, ist mir noch aufgefallen, dass der Eintrag Internet Explorer häufig vorkommt, obwohl er mich für diese Abfrage gar nicht interessiert. Deswegen setze ich eine weitere Filterbedingung, die den Internet Explorer von der Liste ausschließt. Als letztes passe ich noch die Spaltenreihenfolge nach meinen Wünschen an und speichere die Abfrage. Nun kann ich mein Abfrageergebnis betrachten und den Namen der Abfrage anpassen. Diese Abfrage wird übrigens auch im Benutzerhandbuch in Kapitel 3.1 beschrieben und ist als Beispiel standardmäßig mitinstalliert und unter dem Namen Lizenzliste zu finden. Werfen Sie doch mal einen Blick auf die anderen Beispielabfragen und passen Sie diese nach Ihren Wünschen an. Weitere Informationen und Erläuterungen finden Sie, wie bereits erwähnt, im Benutzerhandbuch.